Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pal World. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Unser Umzug ist in vollem Gange. Wie ihr seht, ist die Basis hier schon fast komplett abgebaut. Ganze Material ist auch schon rüber. Alle Kisten sind drüben. Das, was jetzt noch hier steht, die paar Sachen, die lassen wir erstmal noch stehen, bis drüben am neuen Baseboard die ganze Basis steht. Das heißt, wir haben hier jetzt noch das Bett, unsere Kiste mit den wertvollsten Sachen, also hier den Bauplänen, den Eiern und den seltenen Bauteilen. Und den Brutkasten haben wir noch hier. Da können wir jetzt noch einmal das Ei rausnehmen. Dann können wir ihn eigentlich auch gleich abbauen. Mal gucken, ob wir die antiken Bauteile wieder rauskriegen. Weil beim ersten Mal hat es ja nicht so ganz geklappt mit dem antiken Bauteile wieder rauskriegen beim Abbauen. So, Brutkasten abbauen. Und wir werden, ja, wir haben das antike Bauteil rausbekommen. Sehr cool. Und wir haben Überfall. Schmeiß das kurz hier rein. Den Rest nehmen wir mit. Kommen die jetzt hier an der Base? Ja, die kommen hier an der Base. Okay, dann lass uns doch gleich nochmal schnell ein paar Pals rauspacken, die mitkämpfen können. Hier, pass mal auf, du kämpfst mit. Du. Und hier der noch und noch so ein Hirsch. So, dann können sie kommen. Da oben kommen sie. Halten wir die kurz auf und dann geht's rüber zum neuen Baseboard. Da habe ich zumindest schon mal unser Fundament vom Haus hingelegt. Den Rest gucken wir dann gleich. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es aussehen soll. Ich habe aber überlegt, dass wir vielleicht ein bisschen mit Holz und Stein gemischt bauen. Weil wir jetzt auch die Steinbauteile haben. Boah, Level 12 sind die schon. Heftig. Sollten wir die Armbrust nehmen vielleicht? Warum kämpft keiner mit hier? Mitkämpfen! Ah, endlich. Wo seid ihr denn? Na, da kommen sie doch alle. Ah, schon sieht's besser aus. Sehr schön. Feuer! Alle drauf! Fies angestürmt kommen alle, Mann. Da ist noch der eine. Super. Und einer kommt noch. Einer hängt noch irgendwo fest, ne? Oder? Hier wird noch einer angezeigt. Wo ist denn der? Ist der im Stein drin hier? Bist du hier drin? Können wir den Stein hier abbauen? Ist der hier drin? Steckt der hier drin fest? Ja, da ist er. Wir treffen ihn. Da hängt er im Stein drin. Gut, dann kriegt er hier mit der Spitzhacke einen über die Birne. Hau drauf! Haben wir gleich. Boah, Level 12 und Level 13 schon. Also die Wellen werden auf jeden Fall deutlich stärker. So, wir sammeln alles ein. Die ganzen Pals kommen. Jetzt fangen die denn schon wieder an zu arbeiten. Ihr sollt hier nichts mehr arbeiten, Leute. Wir ziehen um. Hört auf. Alle wieder rein in die Kiste. Einmal durchsortieren. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir haben alles. Wie gesagt, der Rest bleibt erstmal hier stehen, bis wir drüben das Haus soweit zumindest fertig haben, dass wir ein Bett reinstellen können und auch die Kiste. Futterdruck müssen wir drüben noch aufbauen. Alles aber schön der Reihe nach. So, erstmal hier rüber zu unserem neuen Base-Spot. So, hier habe ich erstmal ein paar Kisten, zumindest ein paar einfache Werkbänke schon mal hingestellt, dass wir zumindest unsere Sachen reparieren können. Und eben unser Fundament schon mal gelegt. So, ich denke, das sollte so passen. Von der Grundfläche her ist das schon ein echt großes Haus. Und Platz haben wir rundherum auch noch ein bisschen. Und hier auf der ganzen Fläche haben wir auf jeden Fall genug Platz. So, okay, dann lass mal gucken. Wir schmeißen erstmal alles, was wir mitgebracht haben, hier rein. Stein, das kann hier rein, das kann hier rein. Was haben wir hier? Mittelgroße Palseele. Alles klar. So, hier ist alles voll, ne? Hier passt nichts mehr rein. Pass mal auf, den futterst du einfach mal. Und die mittelgroße Palseele behalten wir kurz in der Hand. So, okay, ihr Lieben. Ich habe überlegt, wie gesagt, mit Stein und Holz vielleicht ein bisschen gemischt zu bauen. Das heißt, wir könnten ja versuchen, vielleicht die Ecken. Hier haben wir normale Holz, normale Steinwände. Auch, ach ja, hier. Cool. Dass wir hier zumindest die Ecken mal mit Stein zum Beispiel zumachen. Vielleicht auch zwei weit. Und hier haben wir dann zwei in der Mitte Platz. Ne? Eins, zwei. Machen wir erstmal wie immer. Erstmal die Ecken zu für den Überblick. Aber ich glaube, das könnte ganz cool aussehen mit den Steinen. Oh, das wird, glaube ich, aggressiv, wenn wir zu nah rangehen. Ne? Das Schweinchen war doch aggressiv, ne? Eins, zwei. Ja, das Schweinchen war aggressiv. Welches Level hast du? Nur Level 5. Nee. Oh, das war die Armbrust. Roms. Naja. Obwohl, komm, wir nehmen es mit. Ist egal. Wir nehmen es mit. Warum nicht? Noch ein Wildschweinchen mehr kann auch nicht schaden. Zack. Haben wir. So. Okay. Weiter geht's. Also. Ecken zu. So. So weit so gar nicht schlecht. Dann einmal. Okay, vielleicht machen wir's, können wir es direkt übereinander bauen? Nee, ne, das geht nicht. Schade. Oh, doch, er hat es gesetzt. War das gesetzt? Was ist denn hier los? Noch ein Überfall. Jetzt kommen sie da oben. Wir brauchen wieder Pals in der Box. Die müssen mitkämpfen. Hier, du rein, du rein, du rein, du rein.
Hier so einer noch. Der Boss dazu. Oh, hier, B-Guard. Haben wir noch nie ausprobiert. Müssen wir mal B-Guard rausholen. Und der Feuerdings hier noch. So, dann kommt mal her. Guck mal, die kommen von hier oben runter. Ich habe auch schon überlegt, wir können ja vielleicht auch hier mit Palisaden mal arbeiten. Wir haben ja die Zäune und das Tor. Vielleicht können wir es hier so ein bisschen zumachen einmal rundrum. Warum greift keiner an? Los, greift an jetzt. Na endlich. Oh, au, 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 au. Die haben ja gar keine Chance. Sehr schön. Läuft auf jeden Fall noch gut mit der Verteidigung. Warte mal, unsere B-Guard hat sich in die Luft gesprengt. Kann das sein? Die liegt hier. Hat die sich selbst gesprengt gerade? Ja, dieser Perl ist kampfunfähig. Okay, alle wieder raus, damit die hier nicht schon anfangen rumzuwerkeln wie die Weltmeister. So. Okay, nochmal anders. Komm mal her, du kommst nochmal. Oder machen wir es so, oder machen wir lieber hier dann doch in jede Richtung nur einmal Stein. Weg. Machen wir die erstmal noch kurz weg hier. Weil dann machen wir doch überall die Ecken nur einmal aus Stein. So. Und dann in der Mitte zweimal Holz mit Fenster. Und dann lassen wir in der Mitte ganz offen. Also zwei breit. So wie hier jetzt. Das bleibt offen. Damit unsere großen Pelz hier auch reinkommen. Okay. Holzwände. Mit Fenstern. Eins. Eins. Zwei. So. Zack. Ha, oh, oh. So. Zap, zap, zap. Hier noch zwei. Sehr schön. Mal gucken, wie das aussieht von außen so ein bisschen mit den Holzecken. Mit den Steinecken. Finde ich gar nicht schlecht. Okay. Also, zweite Wand drauf. Müssen mal gucken, wie hoch wir überhaupt rausgehen, weil es soll ja auch ein Giebeldach werden. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht sogar mit zwei Wänden ab zwei Wandhöhe schon das Dach draufsetzen, könnte es eigentlich auch passen. Weil da passt ja jetzt schon mit zwei Wänden, da würde ich sagen, passt da ja schon ein Marmorest rein. Zumindest ein normales. Vielleicht nicht das Boss-Marmorest, aber so ein normales Marmorest passt hier locker schon rein jetzt. Bei einer Wandhöhe von zwei. Und wenn wir da jetzt noch ein Giebeldach drauf ziehen, wird es ja noch weiter in der Mitte noch höher. Müsste eigentlich passen. So, komm mal her. Holzwände. Ne, hier können normale Wände drauf. Eins, zwei. Wir müssen auch mal gucken, wie wir das jetzt machen, hier oben die Wände rüberzuziehen, weil man kann jetzt hier oben nichts ansetzen. Ein paar Wörter muss man irgendwie immer von unten nach oben hochbauen. Aber vielleicht können wir das mit den Dächern regeln, weil wir können ja Flachdächer setzen. Und an den Flachdächern kann man wieder alles anbauen. Das heißt, wenn wir hier eine Reihe Flachdächer jetzt schon mal drauflegen, außenrum, können wir hoffentlich dann oben da nochmal Wände ansetzen. Aber wir können es eigentlich auch zwei hochlassen, ne? Das Eingangstor hier, die Eingangsbereiche. So, das wäre das. Und jetzt, Baumenü nochmal. Hier, Holzdach. Das müssten wir doch jetzt hier oben... Ach, das geht nicht. Und Boden lässt er uns da auch... Moment, wir können hier keine Flachdächer einfach so ansetzen. Doch, ich wollte gerade sagen, wir müssen doch hier Flachdächer... Alles klar, muss nur im richtigen Dings stehen. Im richtigen Winkel. Machen wir mal so rüber. Aber die müssten wir jetzt eigentlich hier, wollte ich sagen, dran vorbeiziehen können. Egal, ob da eine Wand gesetzt ist oder nicht. Super. So, guck mal, das ist auf jeden Fall hoch genug. Wir machen vielleicht erstmal einen so einen umlaufenden Rand hier und dann können wir auch noch überlegen. Halt so rüber. Zack. Zack. Ob wir dann oben noch eine Etage draufsetzen. Jetzt. Und das hier unten, wie gesagt, soll unser Werkstatt- und Pahlbereicher werden. So, das sieht auch schon mal gut aus. Dann... Hierzu. Oh. Halt, das ist der falsche. Den brauchen wir. So. Halt. Ja. Und ja. Okay. Guck mal, so ist das doch schon mal erstmal gar nicht schlecht. Wie gesagt, oben müssen wir dann gucken, ob wir es ganz zumachen. Achso, wir brauchen noch einen Weg nach oben, ne? Warte mal ganz kurz. Wie machen wir das? Wir müssen hier irgendwie raufkommen. Nehmen wir den weg. Den weg. Treppe. Können wir da ransetzen. So. Ja. Ah, ja.
Komm, wir machen das zu. Wir machen da oben unsere Zwischenetage rein. Die machen wir dann aber einen kleiner nach innen versetzt, sodass wir außen einmal so einen umlaufenden Balkon haben, würde ich sagen. Zapp. Na, willst du wohl dahin? Falsch rum. Dann von der Seite geht besser. Zack. Und bupp. So, das ist geschlossen. So weit, so gut. Mit der Treppe bin ich nicht mehr so ganz zufrieden. Nee, das gefällt mir so nicht. Vielleicht machen wir eine Außentreppe, Leute. Aber irgendwie gefällt mir das so noch nicht ganz. Mach erstmal weg. Zu und zu. So. Wenn wir jetzt hier eine Außentreppe anbringen würden, würde es doch auch gehen, ne? Halt, wir brauchen das Baumenü. Nimm mal den hier. Hier hin. Oder vielleicht sogar nach ganz außen. Besser nach ganz außen, ne? So. Okay, Treppe ran. Zack. Halt, so rüber, aus dem Weg gehen. Was liegt denn da jetzt im Weg? Nicht mit dem... Natürlich sind wir mit dem Bauwerk verbunden. Weißt du was? Können wir dich hier unten dran setzen? Wand? Nee, ne? Dann so. Ah, geh doch. Können wir das jetzt noch wegnehmen oder bricht es dann ein, ist die Frage. Bricht dann ein. Okay. Also brauchen wir hier draußen ein Fundament. Achso, sieht das Holz im Weg, ne? Heb mal auf. Also brauchen wir hier draußen ein Fundament, damit das funktioniert. Gut, dann kommt da eins hin. So. Und hier oben, jetzt, das soll ein umlaufender Balkon werden. Das heißt, wir setzen die Wände hier ein weiter in. Dann ist das hier oben nur zwei breit, der Bereich. Aber ich denke, das reicht auch. Hier oben soll dann nur ein bisschen der Wohnbereich werden, so für uns. Ein bisschen, wo wir mal diese Deko-Objekte ausprobieren und sowas. So, eins, zwei, ein frei, ein frei. So, und hier oben kommen auf jeden Fall dann auch Türen rein. Ja, eine hier, eine da, reicht. Dann kann hier ruhig nochmal ein Fenster hin. So, und normale Wände. Zap, zap. Gibt es eigentlich sowas wie Geländer? Gehen die Türen auf, nach außen bei oder eine nach innen? Eigentlich wäre es, obwohl nach außen ist auch okay. Ja, wir haben genug Platz hier. So gibt es sowas wie ein Geländer. Sehe ich hier nicht. Vielleicht haben wir auch noch nicht die passenden Bauteile gelernt, aber ich glaube, es gibt ein Geländer in dem Spiel, das man bauen kann. Dann würden wir hier außen nämlich dann noch ein Geländer drumherum ziehen. Hier, auf der Höhe, halt außen einmal rum. So ein Geländer, dann hätten wir hier unseren umlaufenden Balkon. Ah. Hm, jetzt bin ich schon wieder nicht mehr so ganz zufrieden, Leute. Weil ich möchte ja auch ein Giebeldach haben, was übersteht. Ja. Ja, vielleicht machen wir es doch anders, Leute. Oder wir müssen das hier oben... Ah, warte mal, wie machen das? Noch anders, Leute. Das ist so super. In einem Bausystem, wo man alles wieder rauskriegt, kann man auch so schön rumexperimentieren. Hüpfen wir hier runter. Ich will ja hier auch ein überstehendes Dach haben. Eigentlich von hier aus. Ich meine, es würde trotzdem gehen, wenn wir oben den Balkon lassen, ne? Oh, hier ist ein bisschen was im Weg. Können wir eigentlich einmal da nach außen noch gehen? Nee, ne, können wir nicht. Erstmal noch nicht. Können wir es also vorne nicht überstehen lassen. Ja doch, oh doch, könnten wir, wenn wir es weiter nach oben rausziehen noch, dann könnten wir es auch vorne überstehen lassen. So. Das würde eigentlich trotzdem gehen, wenn wir das dann... Dann können wir die Treppe aber nicht hier außen lassen, ne? Dann können wir die Treppe nicht hier außen lassen. Auch nochmal kurz weg. Von vorne schon mal gucken, wie das so ungefähr so ein bisschen aussieht.
Ja, oder wir ziehen es doch als Giebeldach hoch, ne? Dann hätten wir zwar oben einen etwas kleineren Bereich, aber es wird immer noch gehen und es wird dann doch als ein großes Gebäude. Das heißt, wir ziehen hier jetzt noch Schrägdächer hoch. Lass mal gucken. Haben wir diese Wand auch aus Stein? Ja, hätten wir. Das heißt, die da einmal drauf. Ja doch, wir ziehen das nochmal ein Stück höher lieber als komplettes Giebeldach. Ich glaube, das sieht besser aus. So. Okay. Einmal die Seite. Huch, was ist denn hier kaputt gegangen? Dann lass mal alles rein. Zup. So, das dahin. So. Okay, nee, Steindach wollen wir nicht. Wir wollen schon, nein, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ein Holzdach. Kriegen wir so nicht gesetzt, ne? Da müssen wir kurz hochfliegen. Wir haben ja unseren Vogel dabei. Komm her, Nightwing. Nightwing. Ich glaube, er hängt noch am Dach fest. Nein, den will ich doch gar nicht. Ich will den hier. Pack den Vogel raus jetzt. Komm her hier. Sehr schön. Oh, rauf hier mit dir. So, okay. Runter. Da müssen wir nur gucken, wie wir die Treppe dann halt auch setzen. Ich mach von hier unten, da geht's besser, glaube ich. Halt, da war es doch gerade, als der Vogel im Weg hier die ganze Zeit. Jetzt. Nee, hat nicht ist nicht am Snappoint vom Dach dran. Ah, so. Sehr schön. Vielleicht müssen wir drin die... Komm her, hier, du Vieh. Vielleicht müssen wir drin die, hier die Böden nochmal wegnehmen, um besser ranzukommen. Halt, da ist es. Ja, sehr schön. So, kommen wir von der Seite noch ran jetzt hier oder von unten irgendwie? Wir müssen diese Dächer hier mal rausnehmen. Ja. So geht's. Okay. Das heißt, wir machen den ganzen, die ganze Zwischendecke hier nochmal raus. Heute große Baufolge, auch bei Fahrzeug das erste Mal. Das heißt, der... Obwohl, eigentlich müssen wir die Seiten hier lassen, damit... Obwohl, die müssen... Doch, müssen wir. Wir müssen hier irgendwo Böden lassen, flach. Also normale Böden hier an den Seiten. Sonst können wir es gar nicht zumachen unten, ne? Ja, so und so. Ja, um hier zuzumachen, brauchen wir hier Böden, ne? Oh ja! Das war der Letzte, der es gehalten hat. Okay, einmal das ganze Holz eingesammelt. Erstmal das Dach eingerissen. So. Doch, aber so finde ich es besser, Leute. So können wir auch außen das Dach vernünftig jetzt überstehen lassen. Das heißt, hier oben machen wir dann vielleicht sogar Fenster wieder rein. Irgendwie müssen wir das schaffen, dass wir da einen kleinen Zwischenboden einziehen hier oben. Irgendwie müssen wir hier zumindest so einen kleinen Zwischenboden einziehen. Zumindest mal so weit. Rip. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen wollen, Leute. Man merkt's.
Ist noch ein bisschen Experimentiererei dabei hier. Aber das Bausystem testen wir auch zum ersten Mal so richtig aus. Wir haben uns jetzt nur so eine kleine Hütte gebaut. So, natürlich da oben kann dann auch... Dann mache ich hier ruhig auch nochmal Fenster. Können wir da oben keine jetzt draufsetzen? Können wir nur unten welche dranhängen? Nee, ne? Dann müssen wir doch erst das ganze Dach fertig bauen. Damit wir dann eben die Wände von oben ans Dach hängen können. Ich würde sagen, eine Dachschräge noch drauf und dann machen wir erstmal ein Flachdach, dass wir es nicht komplett hochziehen, weil dann wird das Gebäude nachher zu groß oder zu hoch. Hier haben wir alle Dächer gesetzt, ne? Ja, und ich finde es auch gar nicht schlecht mit dem außen überstehenden Dach wieder. Das ist schon okay. Muss ich nur überlegen, wie... Aua, einmal voll durchs Feuer, ouch! Ja, naja, ist eh gerade kühl am Abend. Können wir uns mal ein bisschen aufwärmen. So, ouch! Sieht nichts. Da oben kriegen wir keine Wand draufgesetzt. Das geht einfach nicht. Ja, oder wir setzen hier welche drunter und dann nochmal eine oben drauf. Das geht, ne? Das geht. Das geht nicht. Doch, das geht. Machen wir mal die Mitte zu, weil wir jetzt an den Seiten schon Fenster haben. Das heißt, hier eine Wand drunter gehängt. Eine oben drauf. Dürfte immer noch hoch genug sein, dass unsere Pals da reinkommen. Vor allem, wir müssen ja auch nicht die größten Pals zum Arbeiten benutzen. Es gibt ja auch genug kleine Pals, die super Eigenschaften haben. So, okay, das wäre das. Lass uns doch schon mal anfangen mit den Werkbänken hier drin dann, weil dann weiß ich, was ich mache und wo sie hin sollen. Beim Dach müssen wir noch ein bisschen überlegen. Wir bauen erstmal hier drin ganz normal der Reihe nach die primitive Werkbank. Zack, unsere Reparaturwerkbank auf jeden Fall. Dann die hochwertige Werkbank. Na. So. Was haben wir noch? Die kleine Pharmaziewerkbank kann ich nochmal nehmen. Warum nicht? So, und dann haben wir natürlich noch unsere super coole Palsphärenwerkbank. Und dann ist der Bereich hier auch schon fast voll. Warum geht die hier nicht hin? So. Zack. Okay, schmelzen weiß ich gar nicht genau. Warte mal, wir haben hier auch jetzt die Eisentruhe. Vielleicht sollte man die auch mal aufstellen. Wo haben wir die Schmelzen waren? Hier, ne? Die kommen dann hier in die Ecke. Machen wir ruhig auch wieder erstmal zwei. So, pass mal auf, dann holen wir uns mal einen Arbeitstrupp her. Obwohl, die haben alle keine Betten jetzt gerade, ne? Das ist schlecht. Wir müssen erstmal Palbetten bauen. Das heißt, wir müssen überlegen, wo die rein sollen. Die will ich dann eigentlich gerne auf der Seite hier haben. Die Palbetten. Und auch, dass die ein bisschen Abstand haben, damit die, wenn die da drauf liegen, nicht sich gegenseitig irgendwie auf den Füßen oder auf dem Kopf rumliegen. So, wir fangen hier an. Ein bisschen Abstand zur Ecke so, ein bisschen Abstand zur Ecke so. Drüben das gleiche, ungefähr so. Nächster. Ruhig mit ein bisschen Abstand. Dass wir die schön gleichmäßig ausrichten hier. Zack. Da ist irgendwas eingestürzt, was auch immer. Hm. Warum macht das auf einmal solche Geräusche, wenn was kaputt geht, wenn wir das hier setzen, die Blaupause? Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Sind unsere Kisten draußen kaputt gegangen oder was ist kaputt gegangen? Nee. Kisten stehen noch. Aber wollen wir jetzt auch mal das ganze Zeug her? Während wir hier was bauen, kriegen wir irgendwo Sachen her? Was ist denn hier los? Schmeiß das rein. Schmeiß das weg. Munition hier hinten rein. Das rein. Die mittlere Palsiele behalten wir. Hier kommen Knochen rein. Das. Leder. Ist mal ein Happen. Ist... Nö, ist nichts eingestürzt. So, okay. Das heißt, wir können hier drei Palbetten reinmachen, dann ist das, wird das Haus zu klein hier. Oh, warte mal, es passt doch. Da machen wir 5 Reihen A3 Betten. Dann haben wir 15 Betten. Mehr Pals können ja an einer Box nicht arbeiten.
Dann machen wir erstmal die Mitte als zum Abmessen. So ungefähr. Zack. Ja, sieht gleichmäßig aus. Ah, bisschen nach hinten. So. Wir kriegen irgendwie, wenn ich hier was baue, kriegen wir, guck mal, wir kriegen die ganze Zeit Material fürs Bauen. Was ist denn das denn für ein komischer Bug? Ich setze hier ein Bett und wir kriegen Material. Guck mal, wir kriegen, wenn ich das baue, kriegen wir 20 Holz, 50 Stein und 3 Feuerdrüsen? Was ist da denn los? Wir kriegen gerade Material, weil wir Betten setzen. Okay, nicht schlecht. Keine Ahnung, was da los ist, Leute. Aber ihr seht ja, wir bauen Betten und kriegen Holz, Stein und alles Mögliche in die Taschen gestopft. So, okay, wir bauen die erstmal auf hier ein Stück. Dann können wir zumindest schon mal die ersten Pals gleich einsetzen. Eigentlich sollten wir nochmal rüberspringen zur anderen Basis. Und zwar, obwohl es wird, glaube ich, gerade schon wieder hell, ne? Wir haben auch keinen... Das gibt's doch gar nicht, Leute. Ganz komischer Bug. 100 Steine. Wir kriegen auch jedes Mal Nägel raus und hier... So, das wären aber 15 Betten hier unten. Das ist schon mal super. Oh. Komm, schmeiß mal irgendwas raus jetzt hier. Es ist ja schlimm. Damit wir wenigstens mal vorwärts kommen. So, pack das hier rein, das gehört drüben rein. Feuerdrüse. Pack mal ein paar Handwerkerparts aus. Einfach nur unsere Lammbälle. Oh, da ist das große. Ich habe den großen Lammball mit rausgeschmissen. So. Boah, 100 Steine. Ja, ich weiß aber nicht, wo die Gegenstände herkommen, Spiel. Wir schleppen zu viel mit uns rum. Keine Ahnung, warum wir die ganze Zeit Sachen kriegen, wenn wir Betten aufbauen. So. Zup. 70 Holz auch noch. Weil es ist, kann ich ja jetzt gar nichts in Ruhe hier aufbauen, weil ich die ganze Zeit Material in die Tasche gestopft kriege. So, komm her. Hier hin. Vielleicht, wenn ich nicht nacheinander bauen mache. Ah, guck mal, das geht. Wie sie sich freuen. Ihr habt noch mehr zu tun, Leute. Da hinten sind noch mehr Betten. Baut die auf. So. Ah, zack. Noch eins hier hin. So, weiter. Ich helfe mal ein bisschen mit hier an dem hier. So gut. Unser dicker Lammball-Arbeitstrupp. Zack. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Reihen A3. Wir haben 15 Palbetten. Mehr brauchen wir nicht oder mehr können wir nicht aufstellen, weil 15 Pals ist das Maximum für ein so eine Palbox. Okay, haben wir zumindest schon mal das und wir haben unsere Werkbänke wieder. Lass gleich mal... Unsere Werkbänke sind alle zusammengebrochen, aber warum? Jetzt sehe ich das erst. Ich denke, was ist denn... Seltsam. Das, die ganzen Werkbänke sind wieder abgerissen worden, aber warum? Warum hat es jetzt die ganzen Werkbänke zerlegt? Und unsere schmelzen dann ja auch, ne? Da kommt das Material her. So, mittelalterliche Werkbank. Palsphärenwerkbank. Ach! Vielleicht, weil ich es noch nicht fertig gebaut hatte, weil es nur als Blaupause hier rumstand. Vielleicht zerfallen die Blaupausen nach einer Zeit. So. Und die beiden schmelzen. Zeig mal her. Wo sei da? Da. So. Eine hier. Eine daneben. So. Das sieht doch schon einigermaßen nach Werkstattbereich hier in der Ecke aus. Reparier gleich mal was. Ah, das war's, Leute. Die Blaupausen sind zerfallen. Natürlich. Da haben wir das Material wieder herbekommen. Das hat gar nichts mit den Dingern hier zu tun. Mit den Betten. Gib das her. So, bau das auf hier, das Bettchen. Mit dem Haus, Leute, müssen wir gucken. Da werde ich wahrscheinlich noch eine Weile offscreen rum experimentieren, bis endgültig die Hausform steht. Wie es sein soll und wie oben der Zwischenboden rein soll.
Eigentlich könnten wir jetzt auch wieder bis außen den Boden komplett ziehen. Ne? Es macht eigentlich keinen Unterschied oben. Die kleine Dachschräge ist ja egal, müssen wir nicht benutzen, den Bereich. Halt, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nochmal ein Dachteil. Mann, Spiel! Lass mich doch an die Dächer! So. Können wir das... Ach. Ach. Warum denn jetzt nicht mehr hier? Ein anderes Objekt oder eine Figur im Weg. Was ist denn jetzt im Weg? Das Dach da oben drüber? Kann doch nicht sein. Stört das Dach jetzt die Dachschräge jetzt das Flachdach? Müssen wir es auch in einer bestimmten Reihenfolge bauen. Erst das Flachdach, dann das Schrägdach. Kann das sein? So ähnlich wie in The Forest manchmal. Wo man ja bestimmte Teile nur in einer bestimmten Reihenfolge zusammen verbinden konnte. Halt, der ist schon wieder falsch rum. Raus mit dir. Zap. Zap. Hm. Wir haben alle nichts zu tun. Ne? Warte mal, Leute. Ihr kommt mal alle wieder hier rein. Erstmal. So. Hm. Auf jeden Fall hätte ich natürlich nach vorne raus gerne ein überstehendes Dach noch. Und wir müssen es natürlich oben noch einen weiter rausziehen. Da müssen wir mal gucken, wie das hier aus mit der Verbindung funktioniert. Aber zumindest bin ich schon mal zufrieden, dass wir hier unten unsere ganzen Pahlbetten jetzt im Häuschen haben. Hier in der Mitte können wir ja mal, haben wir schon gelernt eigentlich, die neuen Sachen, Kochtopf und so weiter. Nee, ne? Ich glaube nicht. Oder? Nee, hier ist der Kochtopf, den sollen wir ja bauen fürs Aufwerten. Den würde ich gerne mal aufstellen in der Mitte von unserem Häuschen hier. Ziemlich genau in der Mitte. Das ist die Mitte von der Seite. Und hier, ja, ungefähr hier würde ich den gerne hinstellen. Wenn wir den bauen können. Zeig mal her. Ja, können wir. So, dann kommt der hier mitten ins Haus rein. Zap. Fertig bauen. Oh, der dauert lange. Gleich mal wieder ein paar Handwerker rausschmeißen. Mithelfen, Leute. Wir müssen Kochtopf bauen. Es ist so super, Leute. Wie sie ankommen mit ihren kleinen Hämmerchen und mitarbeiten. So, dann haben wir zumindest schon mal den Kochtopf. Wollen wir gleich mal gucken, was wir noch brauchen, um das Lager nochmal aufzuwerten. Dankeschön, super gemacht, habt ihr das. Ganz toll. Alle rein hier. So, Kochtopf haben wir, was brauchen wir noch? Weizenfeld und die Mühle. Okay, da warten wir noch ein bisschen mit. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir überhaupt unsere Sachen aufstellen hier, bevor wir mit dem Haus dann weitermachen. Wir brauchen ja auf jeden Fall Felder wieder. Beerengarten. So, die hätte ich eigentlich... Wollen wir die hier vors Haus direkt machen? Dass wir so einen kleinen Beerengarten vor der Haustür haben? Fände ich gar nicht schlecht. Wir brauchen ja eh nur zwei Felder. Eins. Haben wir gesehen, das reicht locker an Versorgung für die Perls. Zweimal Bärchenfeld. So, zwei Beerenfelder. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch wieder unseren Futtertrog hier. Das Lagerfeuer kommt mal weg. Das braucht hier nicht stehen. Futtertrog. Machen wir erstmal relativ zentral hier. Erstmal wieder. Ja, der kann hier hin. Und dann brauchen wir auf jeden Fall auch die, müssen wir schon mal die Rohstoffgewinnung wieder anschmeißen hier. Das heißt, wir brauchen das Holzfällerlager und den Steinbruch. Da weiß ich auch nicht genau, wohin damit. Erstmal auf jeden Fall gerade am Haus ausrichten. So, sehr schön. Ja, den hier hin. Steinbruch. Wenn es passt, gleich daneben. Ja. Und dann bauen wir hier auch gleich eine Truhe hin. Am besten so eine Eisentruhe. Können wir die bauen? Ja, die können wir bauen. Am besten so eine große Eisentruhe. Oh, die ist aber wirklich riesig. Die stellen wir hier dazu. Ungefähr so, würde ich sagen. Dann können die das gleich da reinschmeißen. Eigentlich wären zwei Truhen besser, ne? Eigentlich wären sogar zwei Truhen besser. Dann können wir nämlich eine
eine nur für Holz nehmen und eine nur für Steine. Weil so, wenn in der Truhe nur eine Ressource drin ist, dann füllen die Pals auch wirklich nur diese eine Ressource immer auf. Das heißt, wenn wir eine Kiste haben, wo nur Stein drin ist, dann kommt da auch nur Stein rein. Da wird nichts durcheinander sortiert. Und wenn wir eine Kiste haben, wo wir nur Holz drin haben, dann kommt da eben nur Holz rein. Packen die Pals da nur Holz rein. Das heißt, wir machen eine eigene Kiste hier für Stein. Oh, wir haben keine Metallbarren mehr. Okay. 80 Sekunden braucht die. Aber wir haben doch bestimmt noch Roherz da. Und haben wir unser... Ja, zumindest ein Feuervieh haben wir dabei. Komm mal her. Wie viel können wir denn her... Oh, 70. Nee, warte mal. Machen wir mal die Hälfte. Und hier auch nochmal. Die Hälfte. Dann... Schmeiß mal den raus. Oh, nein. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, schon mal noch mal eine Sphäre weggeworfen. Und dann pack mal einen zum Arbeiten rein, der Feuer kann. Hier, den hier noch. So. Ich hoffe, du gehst da jetzt auch rüber an die Schmelze und gehst hoffentlich an die zweite Schmelze. Ja. Das ist super, Leute. Okay, Metallwaren schmelzen ein. Das ist schon mal gut. Holzverlager. Wo kommst du her? Du bist ein wilder Fuhrwerk, ne? Ja. So, komm, wir brauchen noch ein paar Handwerker. Kurz fürs Helfen. Unser Schafhandwerkstrupp. Zack. Es ist so gut. Wie sie alle losrennen. Fangen wir hinten schon mal ein bisschen an. Die kommen mal gleich rüber. Die ganze Horde freut sich, dass sie ein Beet fertig gezimmert haben. Stürmen gleich zum nächsten. So. Kommt mal einer rüber hier? Ja, einer kommt schon mal. Jetzt kommen sie alle. Das ist so gut, Leute. Gerade weil es alles nur Schafe sind, ist es besonders cool. Arbeitswütige Schaftruppe. Super, Leute, vielen Dank. Einmal hier weitermachen. Dann machen wir das hier mit unserer Holzkiste. Das hier nebenan kommt eine Steinkiste. Den Zerkleinerer setzen wir dann auch hier irgendwo gleich in die Nähe. Vielleicht sogar dahinter irgendwo. Das passt. Obwohl, nee, den stellen wir woanders hin. Da hinten ist es mit mir zu eng in der Ecke. Dann nicht alles in eine Ecke quetschen. Super, vielen Dank. Der fängt auch schon an mit der Kiste. Kommt her, Leute. Eisenkiste dauert einen Moment. Alle mit anfassen. Machen die. Achso, er bringt ein paar Sachen schon mal rüber. Schleppen schon ein bisschen Material durch die Gegend. Boah, die dauern aber echt lange, so eine Eisentruhe hier. Boah, hat aber auch ordentlich Platz drin. Da können wir also richtig schön viel lagern. Können wir noch nicht bauen. Achso, die müssen die Metallbarren ja noch aus den Dings rausholen. Aus den Schmelzen rausholen. Leider fertig. Nee. Aber gib schon mal her, was du hast. Gebt schon mal her, was ihr fertig habt. Das packen wir schon mal in die Kisten rein. Ich weiß nicht, ob wir die hier stehen lassen. Wahrscheinlich nicht. Die kommen auch nach innen rein. Dann. Wir haben schon wieder diese... Wo kommen denn diese ganze Zeit diese mittleren Palseelen? Achso, die habe ich ganz in der Tasche. Die habe ich ja nicht rausgeräumt. Alles gut. Es sind immer noch dieselben drei Palseelen. Jo. Die haben jetzt nichts zu tun. Die können halt nichts, außer einfach ein paar Sachen zusammenzimmern. Die können halt nichts abbauen oder so. Die sind halt nur zum Arbeiten. Ja gut, die können ein bisschen sammeln. Transport können sie, glaube ich. Ne, gehen wir aus dem Weg. Sehr schön, die zimmern das zusammen. So, das heißt, wenn die gleich fertig sind, können wir zumindest auch schon mal die ersten Pals reintun, die sich dann um unsere Felder kümmern. Und ums Holzfäller und Steinlager. So, Kisten haben wir. Hier kommen wir alle wieder raus erstmal. So, einmal durchsortieren. Wir brauchen einmal natürlich unser... Hier, die ist gut für Aussaat, ne? Das heißt, wir brauchen einmal die. Einmal den. Weil der macht die noch so, macht Aussaat und Holzfällen. So, dann brauchen wir hier. Den nehmen wir mit rein für den Steinabbau. Ich würde sogar sagen, wir machen erstmal, lassen sogar zwei erstmal Stein abbauen. So. Dann. Was brauchen wir noch? Oh ja, hier, warte mal. Der kann noch mit rein. Der hat super viele Fähigkeiten. Alles auf Stufe 2. Der kümmert sich ein bisschen mit um die Felder. Jetzt haben wir Holz, Stein und die Felder schon mal. Die werden bepflanzt. Oh, schon wieder einen Ball weggeworfen. Bepflanzt, bewässert. Da wird schon fleißig gearbeitet. Hm. Das sollte erstmal so reichen. Wir haben Stein, wir haben ein bisschen Holz, wir haben die Felder.
Das heißt, wir könnten jetzt auch schon wieder anfangen, Viehfarmen aufzustellen. Ich weiß noch nicht genau, wo. Wir brauchen ja auch noch die Weizenfelder und eine Mühle. Vielleicht machen wir die Viehfarm hier drüben gleich mal hin. Wir machen erstmal eine. Und eine heiße Quelle brauchen wir auch gleich wieder. Wo sind denn die? Hier ist die Viehfarm. Ja, die kann dahin. Komm mal her. Unser Foxparks. Ach so, warte mal, haben wir jetzt noch einen hier drin? Ja, der kann mal raus. Wen können wir noch brauchen? Hier kommt immer so ein Eimer, noch so ein Affen mit rein. Und sobald die Viehfarm fertig ist, packen wir... Oh, wir packen mal unser Shiny auf die Farm hier. Unser besonderes Superpal. Dann läuft doch schon mal die Wollproduktion wieder. Also wir können ja jetzt sogar 15 Pals... Nee, noch nicht. Wir müssen erst das Lager aufhören. Aber dann können wir irgendwann 15 Pals einsetzen. Dann können wir mal eine zweite Viehfarm haben. So, okay, dann lass mal rüberspringen, damit die Tierchen noch was zu essen haben. Wir müssen kurz mal ins alte Lager rüber. Und die Bärchen noch rüberholen vom Futtertrog. So, die können wir mit Sicherheit nicht alle tragen, ne? Ungefähr die Hälfte und die mit rein. Alles klar, damit wir schon mal drüben die Futterkiste ein bisschen auffüllen, bevor die erste Ernte eingefahren ist, dass die schon mal gleich was essen können. Zack. Das hier rein, das da rein. Super, dann haben die schon mal ein bisschen was zu essen. Wie viel haben wir? 1000? Wir haben 10.000 Gold mittlerweile. Ich wollte sagen, haben wir nur 1000 Gold? 10.000 Gold. Hast du fein gemacht. Felder sind bestellt. Hier wird was gegessen. Das müsste passen. War, ist jetzt hier schon einer Holzfällen oder nicht? Ja, zumindest so ein bisschen. Die Nosso macht das schon. So, du bist jetzt hier drin. Das finde ich aber nicht gut. Eigentlich sollst du hier gar nicht rein. Hier, pass mal, wir packen das mal raus und packen erstmal Schafe auf die Weide. Dann kann sich das Caprity um andere Sachen kümmern. Komm du mal kurz raus. Zap, 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 zap. Dann hier du rein. Und der hier, der Fleißige. So, dann haben wir das. Und dann kannst du noch wieder da rein. Okay. Hallo, halt, nein, 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 nein. Halt, bleibst du hier. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Hier geblieben. Du gehst da nicht rein. Weg mit dir. Ich wollte es werfen. Wirf's weg. Ist ja ganz klappt. Können wir das Dicke auch aufheben? Ja. Komm mal her hier. Du musst hier... Nein, jetzt geht das da schon wieder rein. Du sollst hier nicht rein. Du sollst dich um die Felder kümmern. Oder können da drei Tiere drin sein? Nee, ne? Ich glaube, da können nämlich nur zwei Tiere pro so einer Farm drin sein hier. Okay, es kann aber nichts anderes außer aussaaten, ne? Und dann geht's auf die Farm. Na gut, dann kommst du erstmal raus. Dann kommst du erstmal raus. Dann nehmen wir dafür lieber hier noch so eine gute Kativa mit rein. Oh, den haben wir noch gar nicht jetzt angeguckt, richtig, ne? Doch, ja gut, beim Fangen halt, den Ruby. Der geht dann auch auf die Weide. Hier, wir machen nochmal einen Hirsch mit rein. So. Und was kann der? Transport und Bewässerung. Der kann nur sammeln. Okay, da fliegt schon die erste Wolle rum. Läuft. Die arbeiten da. Felder wird sich nur kümmern. Vielleicht können wir sogar noch mehr Felder haben. Aber es sieht schon gut aus. Mal sehen. Wird hier schon aufgefüllt? Ja, es wird schon aufgefüllt. Okay, sehr cool. Was machst du da? Fällt Holz. Sieht nicht so aus, wenn du Holz fällst. Die Holz wird hier hinten gefällt, mein Freund. Komm mal hier hin. Zack. Da kannst du Holz fällen. Oh, ich glaube, wir haben die Lager zu nah zusammengebaut. Wir müssen die ein bisschen weiter auseinandersetzen, Holz und Stein. Sonst bleiben die Tierchen dazwischen hängen, so wie es aussieht. Okay, machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wenn ich auf die Uhr gucke, müssen wir schon wieder zum Ende der Folge kommen. Schon wieder eine halbe XL-Folge geworden. Ja, heute mal ein bisschen an der Basis rumgefummelt, hier an unserem neuen Standort ein bisschen was gebaut. Und zumindest schon mal die wichtigsten Sachen haben wir erstmal wieder. Wir kriegen unsere Berries, wir kriegen die normalen Rohstoffe, wir kriegen Wolle. Und das Häuschen steht soweit schon mal zumindest der Grundriss. Ob sich das noch ändert, sehen wir dann. Wahrscheinlich ja, ihr kennt mich ja. Kann sein, dass in der nächsten Folge das Haus auch nochmal ganz anders aussieht, weil ich es offscreen abgerissen und nochmal umgebaut habe. Aber das
werden wir dann sehen. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.